der wahre Shakespeare ist. Auf jeden Fall ist er der meistgespielte Dramatiker der Welt. Auch in Deutschland wird er immer wieder neu interpretiert. Shakespeare Remastered. König Lear, die Geschichte einer Familie, die sich selbst zerstört. Mir aus den Augen weg! Die blutige Tragödie, inszeniert von der Intendantin des Kölner Schauspielhauses Karin Bayer. Sie hat alle Rollen mit Frauen besetzt. Und ich würde den Lear als eine Art philosophische Groteske bezeichnen. Die junge Schweizer Regisseurin Cornelia Rainer bringt im Hamburger Thalia-Theater Richard II. Als Monolog auf die Bühne. In Solo für einen König zeigt sie, wie sich ein anfangs selbstverliebter Egomane verändert. Lang lebe König Richard! Er durchläuft die Entwicklung vom König zum Menschsein. Seit jeher finden Theaterleute bei Shakespeare Urgründe des Menschseins. Wie Othello erleidet der Mensch Verluste durch Lug und Trug, Dummheit und Gier. Damit wurde Shakespeare zum Weltstar. Es geht ums Ganze. Was ist der Mensch und wie kommt er klar mit sich und der Welt? Es geht um Gewinn und Verlust, Schein und Sein, Macht und Ohnmacht. Auch in Richards Monologen. Ist mein Reich hin? Richard verliert alles und beginnt langsam zu begreifen, dass Macht nicht alles ist. Eingekerkert sinnt der König über seine Vergangenheit nach. Eigentlich ist diese Szene das Ende des Stückes. Die Hamburger Inszenierung aber beginnt mit dem Kerker und rollt die Handlung als Erinnerung auf. Lebe der Schmach, Schmach, sterbe nicht mit dir. Auf ewig quäl dich dieses Wort von mir. Der Mensch Richard erkennt seine Schuld, die er als König auf sich geladen hat. Ich habe nachgedacht, ob ich den Kerker, in dem ich lebe, der Welt vergleichen kann. Doch da die Selbsterkenntnis ist von Qualen begleitet. Der Mann hadert und zweifelt. Diese Selbstgerichtetheit vor allem, also dieses auf sich selbst, sich selbst im Mittelpunkt stellen, dieses ständige Wiederkehren in den Gedanken, das ist ein sehr interessantes Thema, finde ich, und das hat sehr viel mit dem Mensch von heute zu tun. Anders bei König Lear in Köln. Hier entmenscht die Gier den Menschen. Brutale, unbarmherzige Wesen. Nur von Frauen gespielt, wird das Geschehen noch beklemmender. Alter Mann! Und doch nenne ich euch hündische Vollstrecker! Alle sind Opfer und Täter zugleich. Man sieht sich diesen Lear ja auch oft gerne als den armen alten Mann, der von den bösen Töchtern abgebaut wird. Ja, die machtgeil versuchen, den Vater zu entmachten. Das muss man aber wirklich nicht so lesen. Also es fängt ja schon mit diesem Terrorismus des Vaters an, der sagt, wer liebt mich am meisten, der kriegt das meiste. König Lear, eine Geschichte voller Bosheit und Täuschung und eine Parabel auf die Undurchschaubarkeit und Vergänglichkeit des menschlichen Strebens. Zeitlos und eindringlich. Jetzt bilden wir uns ein. Das wünschen wir zu haben. Jetzt sind wir hoch und groß. Und morgen schon vergraben. Während in König Lear alle unbelehrbar ihrer Gier folgen, schwört Richard alle Machtstreben ab und findet zu sich selbst. Zwei entgegengesetzte Verhaltensweisen, zwischen denen der Mensch wählen kann. Gestern, heute, morgen. Passt auf, wie ich zu nichts mich machen will. Die schwere Last gebe ich von meinem Haupt. Da geht es um einen ganz existenziellen Verlust, nämlich um eine Position, um eine um eine Stellung, die man einnimmt, das betrifft uns ja auch alle. Jeder Mensch nimmt Positionen, Stellungen, Verantwortungen im Leben ein. Du kommst nicht wieder! Niemals! König Lear endet im Grauen, ohne Hoffnung. Das passt offensichtlich zur großen Verunsicherung heute.
Der Lear erzählt ja auch von dem Zusammenbruch einer alten Welt. Also das ist ja so auch, das elisabethanische Zeitalter bricht da zusammen, die Ordnung bricht zusammen, der König zerteilt das Reich und die neue Ordnung findet sich nicht. Vielen scheint auch die heutige Zeit aus den Fugen. Theatermacher und Zuschauer suchen in Shakespeares Tragödien Antworten für die Gegenwart. Letztendlich spiegelt dieses Bedürfnis, Tragödien auch zu spielen, zu zeigen, auch den Moment wieder, dass der Mensch ganz stark nach der Suche ist, nach Aufrichtigkeit, nach Ehrlichkeit und nach einer gewissen Tiefe. Not here, 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 not here